herzlich willkommen zu einem neuen Video. Foxy ist heute auch mit dabei. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon sehen könnt. Sie sitzt auf jeden Fall hier links neben mir und will gekraut werden. Genau, und ich dachte, ich nutze die Möglichkeit heute mal, um mit euch über die Saison 2018 zu reden, wie es momentan generell so bei uns ist, was ich eigentlich so mache, weil ich kriege manchmal so die Frage, was arbeitest du eigentlich? Und ich möchte euch auch noch etwas total Tolles mitteilen, eine kleine Überraschung, die bald auf euch zukommen wird. Und genau, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und jetzt legen wir erstmal los mit der Saison 2018. Und zwar habe ich geplant, A-Dressuren zu reiten. Ich nehme auch ein paar E-Dressuren einfach mit. Eigentlich, also ich habe jetzt auch schon 4 Turniere genannt, wovon auch 2 E-Dressuren sind. Eigentlich aber nur, weil die A-Dressuren einfach voll waren. Also bei E hat man ja irgendwie immer noch mal einen Platz bekommen oder kriegt man auch immer noch mal einen Platz. Und jetzt habe ich gemerkt, dass man bei A auf jeden Fall sehr früh nennen sollte, um da wirklich reinzukommen, gerade in diese geschlossenen Prüfungen. Ja, genau, deswegen werde ich dieses Jahr auch noch mal ein bisschen E reiten und A reiten und ich bin gespannt, wie es so wird. Meine Trainerin ist eigentlich ganz zuversichtlich, deswegen mache ich mir da eigentlich auch keine Sorgen. Aber ich bin gespannt, weil der Rovinio ja auf dem Turnier dann manchmal doch noch mal ein bisschen anders ist. Der ist zwar nicht kuckig und hüpft aus keiner Ecke raus oder so und hüpft auch nicht vor dem Richtertisch weg, aber der macht sich dann einfach fest, lässt mich nicht sitzen und rollt sich ein. Also all das, was wir zu Hause gut im Griff haben, ja, holt er auf dem Turnier natürlich wieder raus. Und das müssen wir einfach wegkriegen. Aber ich glaube, da hilft einfach nur die Routine. Ja, und sonst im Training ist momentan auch ganz gut. Ich habe ja momentan leider keinen Dressursattel. Der ist ja unpassend. Der liegt im Moment nicht richtig. Aber mein Sattler ist bestellt. Der kommt jetzt bald. Und dann hoffe ich, dass wir da auch wieder richtig durchsteigen können. Durchsteigen? Durchstarten. Weil ich einfach in diesem Vielseitigkeitssattel nicht so sitzen kann wie im Dressursattel. Deswegen habe ich ihn ja auch. Ja, aber es ist auf jeden Fall besser, als gar nicht reiten zu können. Genau. Und ansonsten, genau, die Frage nach meinem Beruf. Ich bin Studentin und studiere Erziehungswissenschaften. Ich habe gerade das erste Semester beendet, habe gerade Semesterferien und genieße gerade eigentlich so meinen Tag. Bin ganz viel am Stall, reite und ja, genieße es einfach, dass ich so viel Zeit habe, um auch wirklich das zu tun, was ich möchte. Und deswegen, ja, kann ich euch auch schon mal verraten, dass im März etwas total Cooles auf euch zukommen wird, worauf ihr echt gespannt sein könnt. Und ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt dran. Und ich kann euch versprechen, es wird mega, mega cool, wirklich. Es wird so cool und ich freue mich, wenn ich euch endlich genaueres dazu sagen darf. Weil so viele Details kann ich euch noch gar nicht verraten. Aber das nimmt ja auch so ein bisschen die Spannung weg, ne? Lasst euch aber auf jeden Fall versichern, das wird mega cool und ihr könnt euch heftig auf den März freuen. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht Anfang März oder spätestens Mitte, Ende März genau sagen kann, worum es geht. Und dass ihr dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen daran teilhaben könnt. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich sehr, dass ich euch das jetzt schon mal so mitteilen durfte, dass es überhaupt etwas Neues, Cooles geben wird. Und ich hoffe, ich habe euer Interesse ein bisschen geweckt. Genau. Ansonsten, was ihr bestimmt auch gemerkt habt, ist, dass letzte Woche eigentlich das nächste Video zur Dressurreihe kommen sollte. Ist ja aber nicht. Dafür habe ich einen Vlog hochgeladen. Den seht ihr auch hier oder da nochmal verlinkt. Ich weiß nicht. Ich kann immer nicht richtig denken, wo jetzt diese Infokarten sind. Auf jeden Fall, sonst habt ihr noch Endcard. Er ist auf jeden Fall hier nochmal verlinkt. Das ist der Vlog von letzter Woche. Da geht es ein bisschen um Reiten, ein Follow Me Around, im Stall halt. Das wünschen sich ja auch immer viele von euch. Genau. Ich habe gerade den Faden verloren. Ja, das Video mit der Dressurreihe kommt auf jeden Fall auch noch. Ich hoffe, dass wir das dann zu nächster Woche schaffen. Ich hatte ein paar Probleme mit der Kamera. Das habe ich gerade auch wieder bemerkt. Ich hatte mein Mikro angeschlossen und es hat keinen Ton aufgenommen. So, ich habe das mit 2 verschiedenen Mikros gemacht. Sie haben beide keinen Ton aufgenommen. Deswegen nehme ich das hier auch gerade wieder ohne Mikro auf. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Ich bin ja relativ laut eigentlich immer. Aber hier sind natürlich auch keine Umgebungsgeräusche. Und am Stall war es halt so, wir haben das Video aufgenommen mit Mikro, einfach um diese ganzen Stallgeräusche und Vögel und keine Ahnung was alles auszublenden. Ja, und es hat keinen Ton aufgenommen. Super. War natürlich halt alles für die Katz. Und wir haben es bis jetzt halt noch nicht wieder geschafft, uns zusammenzusetzen und das nochmal ohne Mikro zu drehen. Einfach, weil meine Trainerin momentan super viel um die Ohren hat. Und ich momentan auch sehr viel unterwegs bin und sehr viel am Arbeiten bin, so nebenbei hier am Blog, an YouTube. Ja, wir haben es halt noch nicht geschafft, aber ich hoffe, dass wir es jetzt am Wochenende schaffen. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall den ersten Teil oder den ersten richtigen Teil der Dressurreihe nächste Woche. Es wird ums Vorwärts-Abwärts gehen, das kann ich euch schon mal sagen, also um die Lösungsphase und ums Vorwärts-Abwärts im Allgemeinen. Genau, und ich
hoffe, es klappt. Und dann wünsche ich euch erstmal auf jeden Fall eine schöne Woche. Und wir sehen uns nächste Woche entweder mit dem Dressurvideo oder mit einem anderen Video. Ciao!